Weil sie uns... Gott, was ist hier denn mit der Neiferei los? Das passt ja gerade zum Thema, ne? Neif! Fuck, voll gespuckt. Neif! Hey Kinders, was geht bei euch ab? Willkommen zum heutigen Stream-Ankündigungs-Live-Giveaway-Video. Live. 12 Stunden. Knives. In circa 2 Stunden beginnt schon der Spaß, ja? Der Livestream, der 12-Stunden-Livestream geht los. Er geht von 12 Uhr Samstagmittag bis um 0 Uhr halt. Ich starte mal geschwind ein Spiel. Und dazu gibt es noch einige Informationen für euch, die euch möglicherweise interessieren werden. Also es gibt ja nach wie vor das M9 Knife, das ihr gewinnen könnt. Am 1.4. ist es dann soweit, dann werden die Gewinner gezogen. Ihr könnt also morgen nochmal fett Punkte sammeln. Alle, die erscheinen, wow. Und wenn ihr euch jetzt fragt, was, Knife, Punkte, Kartoffelsalat, kann ich da überhaupt noch irgendwas reißen jetzt? Oder wie sieht's aus? Also, wer jetzt ganz frisch einsteigt, für den könnte es etwas eng werden, was die Punkte angeht. Aber es werden nicht nur... Oh, er knifet mich einfach, what the fuck? Es werden nicht nur im Livestream Leute ausgezogen als Gewinner oder als mögliche Gewinner. Oh. Sondern auch hier auf YouTube, auf Twitter und auf Facebook eben die Aktivitäten. Ich sag einfach mal so, wer aktiv am Rumfuhrwerken ist, also wer mir im Kopf bleibt, ne, wer ein Teil der Community ist, der hat auf jeden Fall sehr, sehr gute Chancen, bei der ganzen Chose zu gewinnen. Es gibt ja nicht nur das Knife, sondern es gibt ja noch 19 andere Skins. Also, oh, komm! Also es gibt eben richtig schicke Sachen zu gewinnen, ganz klar. Schau dich das krasse Schissel mal Whistle Knife an. Hallo, Dave, was machst du? Und da macht es natürlich Sinn, vorbeizuschauen. Denn wie kann ich mir einen Namen besser merken, wie wenn man eben im Stream zum Beispiel vorbeischaut? Natürlich sollte man da möglichst seinen Namen eben haben, den man auch auf YouTube oder sonst wo hat, damit ich das praktisch im Kopf zusammenfassen kann. Und da steigt man halt schon in der Aktivitätsliste auf. Nun zum Stream selbst, zum Ablauf. Also wie gesagt, von 12 Uhr mittags Samstag bis 12 Uhr nachts Sonntag. Oh, shit! Oh, verneift ihn einfach. Wallin kann nicht mit dabei sein. Ich weiß nicht, ob er überhaupt dazu kommt. Da muss ich ihn nochmal fragen. Er meinte, er kommt dann vielleicht später, wenn er dann Zeit hat, mit dazu. Aber höchstwahrscheinlich wird das schwierig. Oder falls doch, dann erst abends oder nachts. Also da müssen wir gucken. Aber dann auch nicht in Person, sondern nur in Voice. Ja, ich weiß, es ist sehr schade. Das ist für mich der erste lange Stream, den ich jetzt ohne ihn mache. Wir haben uns halt immer gesagt, hey, yo, Livestream 24 Stunden oder 12 Stunden am besten zusammen. Weil wenn einer irgendwie nicht mehr kann, ne? Was zwar noch nie der Fall war. Aber man hat immer diese Sicherheit, der andere ist ja da. Um den Stream weiterzuführen, ne? Auch bei Sachen, wenn man sich was zu essen macht oder sowas. Ist halt immer cool, wenn man zu zweit ist, ganz klar, ja. Deswegen wird das schon mal eine andere Nummer. Nichtsdestotrotz wird es sicherlich extrem geil, ich weiß es genau. Zu der Spielerauswahl, ich werde auf jeden Fall CSGO dödeln. H1Z1, oder wie es heißt. Es wird sicherlich auch einige Fear Games geben. Gar keine Frage. Ah, aber wir alle nur noch das Knife haben, was ist hier los? Nein! Ah! Oh, it's a knife, bitch. Garry's Mod können wir eine Runde machen. Je nachdem, wie eben so der Spaß, wo der Spaß liegt, wo der Spaßfaktor liegt. Ich werde bestimmt auch ein bisschen Kot zeigen. Das sind zumindest die Teile, die ich eben installiert habe im Moment. Duty. Oh, shit. Oh, fuck. Also, es wird bestimmt eine sehr, sehr angenehme Runde. Ich habe eben die E-Mails reingeschaut bezüglich Twitch. Da kam noch nichts wegen der Twitch-Partnerschaft. Ich denke, gerade weil sie uns... Gott, was ist hier denn mit der Neiferei los? Das passt ja gerade zum Thema, ne? Knife. Fuck, voll gespuckt. Ja, gerade weil sie sich noch nicht selbst gemeldet haben, ist das sicherlich das Zeichen dafür, dass wir das erste Mal noch nicht haben, die Twitch-Partnerschaft. Wir haben halt auch einfach noch viel zu wenig Live-Zuschauer. Von der Community her sind wir deutlich... stärker wie manch größerer Twitcher. Oder Twitcher. Twitcher? Sagt man Twitcher? Ich glaube schon. Aber ich weiß halt nicht, ob das reicht für eine Partnerschaft direkt. Weil sie wollen ja eine gewisse Klickanzahl, beziehungsweise Live-Zuschauer-Account haben. Schwierig. Es ist schwierig. Es kam auch immerhin noch keine Absage. Ne? Von daher läuft. Okay, einige von euch haben krasse Donations angekündigt. Ich weiß, bei angekündigten Donations bin ich immer so ein bisschen. weil ich weiß eh nicht, warum man jetzt Donations ankündigt, sag ich mal. Es gibt sogar Leute, die schreiben: Ah, schade, ich wollte dir, aber ich konnte nicht. Ich meine, der gute Wille ist da, das merke ich dann dadurch, aber wisst ihr, wie ich meine? Es hat nicht so viel Gewicht, da könnte ja jeder schreiben oder sagen, ich wollte ja gerade eben 1 Milliarde Euro spenden, aber es hat nicht funktioniert. Aber ja, es ist einiges zumindest angekündigt, da bin ich gespannt. Möglicherweise bewahrheiten sich ja diverse Geschichten, es hat sich schon sehr, sehr viel bewahrheitet, so ist es nicht, ja, aber ich wollte einfach mal ganz kurz dieses Thema anschneiden, so an sich mit diesen angekündigten Dingen. Alter, der eine Mate schießt mich an, von ihm der andere fickt mich, krass, 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 Mann. Komm mit dem Messer zur Schießerei. Sigdala, nein! Ja, ich bin schon sehr gespannt, wie viel wir morgen sind. Es haben schon einige abgesagt, leider, weil sie da keine Zeit haben. Jetzt von Samstag auf Sonntag. Sehr schade, aber ich konnte es leider heute nicht machen. Also jetzt, ich nehme jetzt gerade nachts. Es ist eigentlich schon Samstagmorgen. Dann nehme ich jetzt gerade das Video für euch auf. Was ist mit... Oh, krasser Headshot.
Ich weiß nicht, warum die so krass am Knifen sind. Vor allem einige Knifen eben nicht. Und dann schießen mich über den Haufen. Ich habe schon ein paar Mal zum Knife gegriffen und wurde dann einfach über den Haufen geschossen. Deswegen schieße ich einfach zurück. Wir werden auch auf jeden Fall noch ein bisschen Resident Evil machen im Livestream. Oder ich denke mal, dass wir es machen werden. Je nachdem, wie eben unsere Laune ist, ne? Wenn wir jetzt gerade ultra auf CSGO eingehypt sind und alle sagen, auf gar keinen Fall Resident Evil, dann werden wir das natürlich nicht machen, ganz klar. Ich freue mich auf jeden Fall schon extrem auf euch. Es wird auch natürlich so ein oder zwei oder drei oder vier Giveaways geben. Wir haben ja 12 Stunden Zeit, was laber ich? Es wird einige Giveaways geben, also einfach Skins, die live im Livestream rausgehen. Nicht nur eben dieses Knife und die 19 andere Skins, die praktisch für die Zukunft beziehungsweise am 1.4. eben ausgezogen werden, sondern es wird bereits davor Skins geben im Livestream. Wow. Ich werde mich jetzt auch gleich eine Runde hinlegen und dann eben, ja, pennen, weil ich muss ja dann gleich wieder lange wach sein. Oh, fuck! Deswegen bin ich froh, wenn ich jetzt das Video hier im Kasten habe. Ich habe alles Wichtige gesagt. Um 12 geht's los. Der Streamlink, der Twitch-Streamlink ist in der Videobeschreibung. Ja! Naja, in 2 Stunden geht's schon los. Ich werde das Video hier für 10 Uhr morgens planen. Also geht es in 2 Stunden los. Ihr könnt schon mal Essen ran schaffen, dass ihr nicht verhungert während dem Stream. Ich bin gespannt, wer alles durchhält, wer bis zum Schluss eben mit am Start ist, diese 12 Stunden lang. Ich denke, die Zeiten sind jetzt etwas besser, weil es eben nicht bis spät in die Nacht hineingeht, sondern bereits um 0 Uhr schon fertig ist. Ich denke, da sind alle noch wach an einem Samstagabend. Hier ist nochmal das krasse Vibe, das ich geschenkt bekommen habe von der ultra krassen Community von euch. Hey! Dankeschön! Und übrigens ja auch Ego Leipzig natürlich ein großes, ganz großes Dankeschön an dich. Ich wollte eigentlich mit diesem Dankeschön alle eben danken, weil wenn man einzeln anfängt zu danken, ist man in den Arsch gezwickt. Und Wollen habe ich wiederum anders gedankt, weißt du, was ich meine? Weil er hat da nichts mit dem Knife zu tun gehabt, beziehungsweise schon, aber ich habe ihm ja mehr für den Livestream gedankt. Also für die Sache an sich, dass er bei mir war, aber Leipzig für dich... Der Schneckchen. Und alle anderen natürlich auch. Vielen Dank fürs Zusehen. Gebt einen Daumen nach oben, wenn ihr Bock auf dieses krasse Knife habt. So weit, so gut. Vielen Dank fürs Zusehen. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Also bis gleich eigentlich in 2 Stunden. Ciao, ciao. Ihr könnt überall drücken auf dem Kram, ne? Zum letzten Video, zum Playlist und... Ein zufälliges Video ist auch dabei.